Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich fahre heute weiter auf dem Donauradweg von Nagy Maros bis nach Budapest. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Der Vorderreifen hat zum Glück die Luft über Nacht gehalten. Es ist 8:45 am 6. Juli 2024. Das Fahrrad ist gepackt, kann losgehen. Zurück auf dem Donauradweg. Es ging jetzt gerade eine ganze Weile durch so einen grünen Tunnel. Einfach die Betonpiste durchgestrüppt. Ja, ich hoffe, ich komme jetzt gleich mal wieder zurück zum Fluss, den nämlich heute noch gar nicht gesehen. So, nach 20 Minuten Fahrt endlich ein Blick auf den Fluss und das scheint hier so eine Art Badestrand zu sein. So sehen hier übrigens in Ungarn die Radwegschilder aus. Ich war jetzt auf dem Eurovelo 6, der dem Donauradweg folgt und es geht jetzt hier an der Straße entlang. Ich bin jetzt im ersten Ort des Tages. Hier wird Verrocke geschrieben mit C. Da ist die Donau und hier habe ich einen schönen Platz gefunden, wo ich jetzt mein Teilchen essen kann, was ich gerade in der Bäckerei erstanden habe. Muss ich gerade diese Straße überqueren, um auf den Radweg zu kommen. Habe mich schon überlegt, wie soll ich das schaffen? Eine lange Schlange in jede Richtung. Da hielt doch tatsächlich jemand an. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. In Vietnam wäre das nie passiert. Lange, lange Zeit an Straßen entlang und auf zugewachsenen schlechten Radwegen sehe ich jetzt endlich mal wieder die Donau. Das ist aber nur die halbe Donau. Das da vorne ist eine Art Insel. Der andere Teil der Donau fließt auf der anderen Seite. Heute ist Samstag. Es wird Wassersport betrieben. An anderen Stellen schon gesehen, dass die Leute baden. Ja, sehr schön. Oh. Ein strategisch günstig gelegener Radladen. Direkt am Radweg nach Budapest. Sehr viel Radverkehr hier auf den engen Wegen. Die Ungarn fahren gerne schnell, überholen auch mal in der Kurve. Ich weiß nicht, ob das hier Auwälder sind. Auf jeden Fall fahre ich hier jetzt schon kilometerweit durch so einen grünen Tunnel. Die erste Baustelle des Tages. Sie haben eine Umleitung gebaut. Da bin ich wohl die ganze Zeit direkt an der Donau lang gefahren. Habe ich gar nicht gemerkt. So, jetzt habe ich in diesem Gartencafé einen Cappuccino getrunken. Jetzt kann es weitergehen. So, endlich bin ich wieder an der Donau. Leider hat der Wind gedreht. Ich habe jetzt nicht mehr diesen schönen Rückenwind der letzten Tage, sondern Gegenwind. So, nach Budapest sollen es jetzt noch 12 Kilometer sein. Damit muss aber die Stadtgrenze gemeint sein, denn ich habe gerade mal auf Google Maps nachgemessen, da waren es noch fast 30. Und nachdem es jetzt eine ganze Weile durch Vororte und Wohngebiete gegangen ist, jetzt mal wieder zurück zur Donau. Ich weiß nicht wie lang. Na, da ist sie wieder, die schöne graue Donau. Es zieht sich gerade so ein bisschen zu. Auch ganz angenehm, denn es war schon ganz schön heiß. Ich bin kurz vor Budapest, wechsle jetzt die Flussseite, so, fahre aufs rechte Ufer, komme dann erst nach Buda und werde von da aus dann nach Pest fahren. Ja, da hinten liegt es, ist also noch ein ganz schönes Stück. Es zieht und zieht sich, es geht an Hauptstraßen entlang. Es ist halt immer schwierig, in große Städte reinzufahren. Oh, sehr obskure Wege teilweise. Also jetzt auch noch böses Kopfsteinpflaster. Ich habe gestern meinen Vorderreifen viel zu fest aufgepumpt, weil ich sehen wollte, ob er hält. Sonst wäre das hier kein Problem. Hier auf dem rechten Ufer haben wir jetzt Buda und auf dem linken Ufer Pest. Bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts waren das zwei getrennte Städte. Dann wurde es zusammengelegt zu Budapest. Da drüben in Pest haben wir das Parlamentsgebäude. Da oben liegt die Burg von Buda und über die Brücke geht es jetzt in die Innenstadt von Pest.
was die eigentliche Innenstadt der Stadt ist. Ja, auf dem Boot ist richtig Party. Über die Brücke geht es wie gesagt nach Pest und da gibt es eine Ringstraße um die Innenstadt. Der kleine Ring heißt das, glaube ich, und da sollen die ganzen prächtigen Gebäude und Sehenswürdigkeiten stehen. Der Eurovelo 6 bleibt jetzt hier am rechten Ufer. Ich fahre jetzt aber mal über die Donau rüber und schaue mich mal kurz ein bisschen um. Hier auf der Brücke weht ein ordentlicher Wind. Die Damen müssen ihre Röcke festhalten. Oh, ich glaube, ich habe das Zentrum gefunden. Sehr schöne Straßen hier mit Cafés und Restaurants. Touristen aus aller Herren Länder. Da vorne eine Kirche. Ich habe noch nicht nachgeschaut, welches ist. Ja, sehr schöne Straßen hier. Und da vorne ist der St. Stephansplatz mit der St. Stephansbasilika. Ja, und hier auf dem St. Stephansplatz, da treffen Tradition und Moderne aufeinander. So, in der Innenstadt sind die Straßen zu eng und die Häuser zu hoch, da kann man nicht richtig filmen. Deswegen bin ich jetzt mal auf den Ring gefahren und gucke, ob es hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten gibt. So, hier haben wir jetzt was, was nach einer Sehenswürdigkeit aussieht, aber ich kann nicht sagen, was das ist. Mein GPS streikt hier in den engen Straßenschluchten und auf meiner Karte steht alles in Ungarisch. So, jetzt ist das GPS endlich dahin gesprungen, wo ich bin. Ich kann jetzt sagen, es ist die St. Stephansbasilika und zwar von hinten. Eben haben wir sie von vorne gesehen. So, ich biege jetzt hier auf den Karlsring ab. Ja, das ist Budapest hier. Das müsste das Nationalmuseum sein. Jetzt komme ich wieder zur Kettenbrücke, über die ich eben gekommen bin. Das ist so wie die Karlsbrücke in Prag, da muss man mal drauf gewesen sein. Ja, das war jetzt alles, was ich mir von der Innenstadt von Pest anschaue, weil es ist wahnsinnig heiß. Die Hinfahrt war ziemlich anstrengend und nervenraubend. Ich will jetzt versuchen, zum Campingplatz zu kommen. Ja, eine sehr geschäftige und laute Stadt. Ich bin froh, wenn ich gleich wieder raus bin. Ja, das ist die Kettenbrücke, jetzt leider gegen die Sonne. Da drüben ist Buda und hier ist Pest. Ja, das war Budapest und ab jetzt geht's Richtung Belgrad. Ich bin am Campingplatz angekommen, jetzt wollen wir mal gucken, ob die was frei haben. Das ist ein kleiner Campingplatz mitten in Budapest. Man wusste, dass ich komme und hat deswegen schönste Blumen gepflanzt. Das ist die Zeltwiese. So, das Zelt steht. Ich bin natürlich nochmal umgezogen, wie jedes Mal. Aber ich glaube, jetzt habe ich einen guten Platz gefunden. Ja, und morgen fahre ich dann weiter an der Donau entlang Richtung Belgrad. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal. Schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!